Die Sonne steht hoch über dem kleinen Städtchen Willowbrook, das verschlafen und still vor uns liegt. Vier Fahrräder stehen vor einem Garten, angeschlossen an einen weißen Gartenzaun. Direkt daneben stehen ein paar Kids und sind noch dabei, sich zu unterhalten. Am Haus selber ist ein Klingelschild. Es ist das Klingelschild der Oma von Samantha. Genau, Charlotte Williams steht darauf. Die Blende geht zu den vier Kids, wie sie gerade da stehen und entweder ein Rootbier oder eine Cola oder eine Fanta oder sonst etwas gerade so trinken, was sie sich auf dem Weg besorgt haben. Ihr seid im Gespräch. Ja, hat so ein Ding in der Hand, sein Getränk in der Hand und guckt so die ganze Zeit nach seiner Jacke und irgendwie, ob die in Ordnung ist und prüft das noch so ein bisschen, trinkt dann einen Schluck und nachdem er das für gut befunden hat, kramt er in seiner Hosentasche und holt die Kette raus. Hab, vielleicht kann Oma das auch flicken. Das ist alles in Ordnung, da ist nichts dran, das ist Leder und das ist... Das war einfach schon immer so. Das hat vom Papa, das ist altes Leder, da passiert nichts. Okay. Aber was hast du da überhaupt gemacht? Ich habe eine Kette gefunden mit einem Anhänger und der Anhänger war ganz klar in irgendeiner Form für uns. Und das müssen wir jetzt nehmen, den müssen wir jetzt lösen. Das ist bestimmt ein Originalanhänger. Und ich hole die Kette raus und gucke den Anhänger genau an und ich nehme eigentlich die ganzen anderen Teile, die sind alle unnötig, und zerrupf das so und hole den Anhänger von der Kette halt so runter. Und drück der Sam einfach. Ganz kurz. Es ist, als wenn die Zeit stillsteht oder in Slow Motion geht. Die Perlen der Kette fallen von dem Lederband aus echtem Hirschleder herab. Die Perlen gleiten langsam durch die Luft und wie Donnerschläge prallen sie auf den Boden und nach dem zweiten, dritten Mal aufspringen auf dem Asphalt, zerbrechen einige davon. Euch geht das durch Mark und Bein. Ja gut, ich heb die dann mal wieder auf und die nicht kaputt gegangen sind, sammle ich wieder ein und sammle die zusammen, pack die in meinen Pulli so und leg die da so rein und zeig Sam einfach mal, guck mal, hier ist ein Schürzlachsbiber und ich ja, wobei, nein, ich kenne mich mit Tieren so gut aus. Eigentlich, ja, das könnte so alles sein. Schau dir das mal genauer an, bitte. Okay, ich bin noch etwas irritiert von den Perlen, was mir doch ein bisschen mehr zugesetzt hat, als ich jemals gedacht habe, dass mir Perlen zusetzen können. Und nehme den Anhänger und schaue ihn mir an. Und ich bleibe dabei, dass... Also... Wir haben ja jetzt nicht gesagt, dass es eine Tatze ist, weil wir haben ja schon eine Tatze. Ich würde sagen, das symbolisiert eher ein Schweif, also ein Schweif. Und ob das jetzt ein Eichhörnchen ist oder ein Fuchs, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Aber es könnte wirklich der Fuchs sein. Und Fuchs war doch das, was wir noch gesucht haben, oder? Mhm. Das stimmt. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt von dieser ganzen Situation und von diesen. Ja, von diesen Perlen, die gerade irgendwie gefühlt irgendwie wie Donnerschläge so runtergefallen sind. Wo sind eigentlich die anderen Anhänger? Habt ihr die nicht? Die haben wir alle dabei. Die könnten wir rausholen. Also, ich hole den Hirschanhänger aus meiner Tasche. Also. Aber müsst ihr auf jeden Fall die Grabenfeder haben. Ja. Hat dann. Dann hättest du die Tatze, Steve.
Ja, weil wir die beim Buch gefunden haben. Obwohl, die hat er eigentlich auch Hab aufgehoben, ne? Weil ich glaube, ich hole alle in meinem Besitz befindlichen Anhänger raus. Das sind X-Anhänger, keine Ahnung. Und, ja, dann wären es 2 Stück. Gut. Wenn Lisa den Hirsch hat. Sehen die von der Caribou. Machart? Caribou ist eigentlich der, ne? Der da aus ansetzt. Ja, das kann sein. Es ist ja ähnlich wie ein Hirsch. Mhm. Sehen die von der Machart gleich aus? Also können wir davon ausgehen, dass die zur gleichen Zeit irgendwann vorher mal hergestellt worden sind von dem gleichen Hersteller? Also Handwerker? Ja, wenn es euch das einfacher macht, ja. Ja. Ich denke ja, das macht es einfacher, so vom Kopf her. Ja, ja. Ich hatte was anderes im Kopf, aber ja, es macht's einfacher. Von daher, ja, sind sie. Sie sind alle der gleichen Machart. Sie sind alle aus getriebenem Gold. Was ist denn getriebenes Gold? Das sind einfach Goldplatten, die dann ausgeschnitten werden, die dann entsprechend zurechtgehämmert werden in die richtige Form. Wieder was dazugelernt. Ja, gut. Lisa, du hast ja den Hirsch. Und Harp die Feder. Das macht Sinn, weil deine Ma sie hatte. Und aktuell die Tatze hat er halt noch. Ja, aber also, okay. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich sehe eher, Steven, dich als Fuchs. Du bist schlauer. Meiner Meinung nach. Danke. Und deswegen würde ich den Anhänger, den ich jetzt gerade in der Hand habe, Steven geben. Und würde dann von Harp mir die Tatze nehmen. Und gucke dann jetzt alle an. Ich nehme den schon so ein bisschen ehrfürchtig entgegen, weil das so... Ja, irgendwie so dann doch, also so für mich im Kopf, so mit dieser so mit den Theorien im Endeffekt schon irgendwie so was Greifbares ist irgendwie. Das ist, also eher so im Kopf, deswegen nehme ich das so ein bisschen so ehrfürchtig dann doch entgegen. Aber, als jeder den Anhänger in Händen hält, der wohl ihm bestimmt ist, zumindest deinem Denken nach, passiert da etwas? Ja, da passiert etwas. In dem Moment, wo jeder diesen Stein in den Händen, diesen Anhänger in den Händen hält, vielleicht sind das auch verschiedene Materialien, das könnte man auch mal überlegen, aber sehen wir ganz klar, jeder aus den Augen dieses Anhängers, das sehe ich, der Fuchs im Boden, Nähe, ein Bär auf so in verschiedenen Blickwinkeln, eine Stelle in dem dunklen Wald. Sehr deutlich vor unserem inneren Auge, geistigem Auge, ein Ort, wo die Tiere aus verschiedenen Perspektiven hingucken. Ich lasse aus Reflex den Anhänger fallen. Er fällt zu Boden. Und als er auf den Boden auftrifft, schnellt er nicht wieder nach oben oder prallt irgendwie ab, sondern wie ein tonnenschweres Gewicht macht's einfach Wumms und er bleibt einfach genau dort liegen. Das gerade gesehen? Ich bin irgendwie noch so ein bisschen noch so in dieser Vision irgendwie so ein bisschen gefangen. Und schüttel die erst so langsam von mir ab. Ich bücke mich und heb den Anhänger auf
An dem Karibu-Anhänger war eine Kette dran, ne? Mhm. Na, dann nehme ich ihn nicht an dem Anhänger, sondern nehme ihn an der Kette. Und nehme ihn so hoch, weil ich den Anhänger selbst nicht berühren will, weil ich wieder Angst vor dieser Vision habe. Weil das ist mir definitiv zu gruselig. Und während ich quasi mich so bücke und so nach der Kette greife, sehe ich auf dem Boden noch eine Perle liegen, die Harper irgendwie übersehen hat, und greift die so mit der anderen Hand und schickt mir die einfach in die Hosentasche, weil man lässt halt keine Sachen rumliegen. Wie reagiert Sam? Den Anhänger, den ich habe, der hat ja kein Band. Der war ja im Buch. Mhm. Und auch auf die Vision bin ich gerade eher am Überlegen, wo das sein könnte. Ob mir irgendwo ein Ort einfällt, der dem ähnlich sieht. Und ich habe das mitbekommen, dass Lisa halt fallen hat lassen und dass diesmal nicht Donnerschläge gekommen sind, sondern halt das Gegenteil. Und aber trotzdem, so, mich lässt die Vision in dem Sinne nicht los, dass ich wirklich überlege, wo das sein könnte. War das nicht auf der Lichtung? Ist das die Lichtung vor dem Friedhof? Mhm. Oder bevor der Friedhof da war? Das kann ja beides sein. Könnte auch sein. Aber nein, da waren ja auch von 1800. Ich schüttel so langsam so diese Benommenheit, so diese Vision so ab und es ist natürlich jetzt für Steve ist es natürlich jetzt eine besondere Situation, weil irgendwie freut er sich, weil er irgendwie dann in so eine Geschichte reingeraten ist und irgendwie wird es dann doch irgendwie sehr mythisch und irgendwie so mit seinen, sag mal, Glaubensgrundsätzen, die er sozusagen hat, zu sagen, ist das irgendwie sehr, sehr interessant und es ist so viel Neues, aber irgendwie ist es auch irgendwie ein bisschen erschreckend, um sozusagen, also, ja, wie gesagt, ich schüttel mich da so langsam raus und komm so langsam wieder so zu mir, kriegst so die Außenwelt sozusagen gerade wieder so langsam, kommst du wieder so zu mir und krieg gerade so ein bisschen mit, wie die zwei gerade schon reden und ja, komm so langsam zu mir und krieg das Gespräch so ganz langsam mit und beweg mich auch langsam und irgendwie, ja, nehme den Anhänger aber trotzdem mehr in die Hand auf jeden Fall. Also ich so schließe ihn so mit der Hand. Wollen wir das nochmal probieren, ob das immer noch klappt? Seid ihr bereit? Wie meinst du klappen? Naja, wenn ich den wieder in die Hand nehme, ob wir wieder das sehen? Wir können es probieren. Ihr habt das doch gesehen, oder? Ja, also ich habe... Ich war auf einmal im Wald. Und genau. Hab den Wald gesehen. Und ungefähr 2 Meter groß. Ja, auf jeden Fall, mindestens. Das war Quatsch. Nein, Quatsch, gar nicht. Ich war gar nicht groß. Was? Ich habe von oben runter geguckt. Von was? Von oben. Das war auf jeden Fall ein Blick von oben. Also ich war auf Bodenhöhe. Ja, bei mir ist auch eher so 2 Meter hoch, glaube ich. Aber es war ganz klar, probieren. Es war ganz klar im dunklen Wald. Das muss ganz klar, das hat man sofort gesehen an den vermoderten Blättern und dass die
Bäume oben an ihren Spitzen, das hat man, da hat man es direkt dran erkannt. Da habe ich jetzt gerade nicht hingeguckt. aber ja, wir hey, wir versuchen es nochmal. Okay. Ich halte ihn mit beiden Händen, damit er nicht runterfällt. Ich halte den Anhänger so, also so an der Kette, und schließe so mit der anderen Hand meine Hand um den Anhänger. Es passiert kein weiteres Mal. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Ihr habt es fallen gelassen. Ich hab's gar nicht fallen lassen. Ganz, ganz. Ja, jetzt hab mal richtig hier. Mann. Liz. Aber ist nicht schlimm. Wir haben es vorm Auge. Habt ihr im. Also wir wissen, glaube ich, nicht, wo diese Stelle ist, oder? Es kam mir sehr bekannt vor. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, ich könnte die mit dem Fahrrad wiederfinden. Naja, okay. Du hast die auch von oben gesehen, ne? Ja. Du hattest ein bisschen mehr Überblick wahrscheinlich. Hast du irgendwelche irgendwelche besonderen Stellen gesehen, wo man das irgendwie ausmachen kann? Hab? Nee, aber ich glaube, nee, ich träume zu, das einfach zu finden. Okay. Also ich hab den Weg gesehen, aber ich würde behaupten, ich finde das wieder. Okay. Jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt trotzdem noch Beispiel. Nein, okay. Jetzt würde ich das gerne wiederfinden. Mit Gedenken an meinen Opa, Oma und meine sterbenden Tiere, die ich alle sehr liebe, möchte ich das jetzt bitte finden. Ja, das haben wir einen Anweis und einen Hinweis. Ja, aber wir wissen noch immer nicht, was wir dann da tun sollen. Wir wussten auch nicht, was wir tun sollten im Heimatmuseum, und ich habe es rausgefunden. Ja, ich finde, Harp hat irgendwie recht. Okay. Wenn wir schon so einen Hinweis bekommen von, keine Ahnung, was auch immer, Wululu. Übernatürlichen. Steven kann bestimmt sagen, wie es heißt. Das ist bestimmt der Mythos, der. Als Harp dieses macht, muss ich so kurz irgendwie lachen. Keine Ahnung. Lasst uns einfach versuchen, was hilft uns das, wenn wir wissen, wie dieses Ritual funktioniert, wenn wir nicht wissen, wo. Und jetzt sind die Erinnerungen ganz frisch, wie das ausgesehen hat. Und ich mach mir einfach den Anhänger, den mach ich auf, also die Kette, die mach ich auf und pack mir den Anhänger einfach um den Hals. Weil ich gerade nicht weiß, wohin sonst, und ich will den nicht in die Tasche packen, weil ich Angst habe, den zu verlieren. Fühlt sich gut auf der Haut an. Ist zuerst kühl und dann wird der warm. Und ich steige aufs Fahrrad und so ganz gedankenverloren spiele ich so an der Klingel rum. So vielleicht auch ein bisschen, um die anderen zu motivieren, auch aufs Fahrrad zu steigen. Und ja. Also ihr merkt schon, dass das bei Sam eher widerwillig ist, aber sie beugt sich dem Mehrheitsurteil. Ich überlege gerade noch, was ich mit dem Anhänger mache, und ist das Lederband noch zu gebrauchen? Ja, ich hatte auf der einen Seite einen Knoten, auf der anderen Seite habe ich es zerrissen, aber wenn es enger in deinen Hals machen möchtest, kann man bestimmt noch einen Knoten reinmachen. Klar. Bevor ich es verliere, würde ich es, glaube ich, lieber mir oben hängen. So. Ich streck so die Hand aus, so, damit er mir das Lederband in die Hand geben kann. Ja, ich gebe ihm das Lederband in die Hand. muss er warten, ob du es machst oder nicht. Ein Armband ginge auch, aber ich glaube, ich würde auch den Anhänger irgendwie mit irgendeinem behelfsmäßigen Sache mir zum Beispiel. Durch ein Tuch. Ich würde ein Stofftaschentuch nehmen und würde den Anhänger mir mit einem Stofftaschentuch an den Arm binden. Klingt logisch, dass der an der Haut sein muss. Ich mach so einen Knoten, also ich fädel es durch, mach einen Knoten rein und mach's als Kette. Man, da hängt zwar irgendwo so ein doofer Knoten rum, aber das ist jetzt, glaube ich, jetzt gerade nicht ganz so wichtig. Aber auf jeden Fall ist er jetzt
irgendwo, wo er nicht verloren gehen kann. Und ja. Guckst du kurz in der Runde rum und dann fahren wir los, würde ich sagen, oder? Wo verstaut denn Sam ihren Anhänger? Ich halte ihn weiter fest in der linken Hand. Okay. Gut. Ihr tretet. Sam, alles okay. So. Nein, gut. Du darfst. Also, sitzt du auf dem Fahrrad oder stehst du gerade noch und hältst es einfach fest? Nö, ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt. Okay, gut. Na gut, dann passt das. Dann darf Sven. Ja, ihr tretet ordentlich in die Pedale und bewegt euch wieder in Richtung Wald. Und ihr bemerkt, dass die schwüle Hitze des Sommers euch tatsächlich auch ein bisschen träge macht. Auch die Kühe, die ihr so am Wegesrand grasen seht, bewegen sich nur ganz langsam voran. Und bevor ihr Harpers Farm erreicht, biegt ihr quasi ab und begebt euch wieder in Richtung Wald auf dem Weg in Richtung des Friedhofs, des Tierfriedhofs. Lasst dann dort, also bei dem Zwischenstopp an dieser kleinen Rastbank eure Fahrräder zurück, denn im Wald Fahrradfahren ist doof. Und macht euch per Pedes auf und eure Schritte bringen euch immer tiefer in die kühle Schwärze, in die kühle Dunkelheit dieses doch sehr, sehr, sehr alten Waldes. Die Bäume bewegen sich in dem langsamen Wind, der von den Bergen kommt, ächzen schaurig, die Blätter rascheln. Ab und an hört ihr ein ängstliches Tier unter Nadeln und Laub sich bewegen. Aber Tierrufe, Vogelrufe hört ihr sehr, sehr, sehr wenige. Immer weniger, je tiefer ihr euch in den Wald begebt. Eine Lichtung tut sich vor euch auf. Doch auf der Lichtung ist es nicht hell. Denn der Himmel hat sich in der letzten halben, dreiviertel Stunde, die ihr nun durch den Wald unterwegs seid, in beklemmender Stille mit drohenden Gewitterwolken gefüllt. Die Lichtung liegt vor euch in einem Zwielicht. Ich gehe vor und sage, komm hier, wir sind hier richtig, kommt her. Und laufe energischen Schrittes auf die Lichtung drauf zu, versuche mich einzufinden, ob der Blick von oben auf diese Lichtung der richtige ist. Und jetzt, wo ich da bin, fühlt sich das schon ganz gut an für mich. Ich nehme den Anhänger in die Hand und drück den fester in so einem, ja, als ob das so ein Glücksstein wäre, ne? Also so ein Stein, den man sein Leben lang irgendwie immer mit Glück gerieben hat und der für einen selbst irgendwelche Bedeutungen hat. So halte ich den Anhänger in der Hand und versuche mich in diesen Mystizismus, von dem Steven immer erzählt, einzufinden. Und ruft dabei die anderen, kommt her, hier sind wir richtig. Ich folge ihm auf jeden Fall und versuche im Endeffekt auch so ein bisschen so rauszufinden, so aus meiner Erinnerung, ob das der richtige Ort ist. Und irgendwie, ja, aber es passt irgendwie nicht so richtig und bin halt noch so am Rumgucken. Also ich so ein bisschen in den Himmel
Ja, fröstel so ein bisschen, obwohl es eigentlich noch warm ist, aber so, das ist so eine Stimmung, die lässt mich irgendwie so richtig frösteln. Ich mach so meine Jacke zu und setze die Kapuze auf und beim Jacke zumachen, so nehme ich so den Anhänger und ruckel den so ein bisschen zurecht, weil der sich irgendwie immer noch so ein bisschen komisch und fremd und dann doch richtig anfühlt. Und ja, zieh den so raus und lass den so ein bisschen draußen baumeln. Und ja, ich bin nicht so richtig überzeugt, also nicht so überzeugt wie Harper von dem, also der Mut, den ich so am Anfang hatte und von dem ich so überzeugt war, dass wir das jetzt das Richtige tun und einfach so ein bisschen dieser blinde Aktionismus, der mich jetzt so schon ziemlich verlassen. Ja, Steven läuft einfach so ein bisschen rum und geht irgendwann mal so in die Hocke. Aber so ein bisschen der Aktionismus gepackt und der treibt seine Freunde zusammen. Und zwar, indem er wirklich so hier sich zusammenschiebt und auch Steve, der sich da so auf einmal hinsetzt, ja, so ist, nee, Steve, komm, noch ein Stückchen. Und er treibt sie zusammen und packt Lisa an der Hand und Lisa, fass mal Sam an und Sam, fass mal Steven an. Und genau. Ich versuche einen Kreis, Gemeinschaft, irgendwas zu basteln. Ja, ich bin sehr energisch und hab, hier ist es absolut richtig. Und man könnte meinen, dass ich so ein bisschen drüber bin. Und was gleich passiert, erfährt Twitch nach dieser ganz kurzen Pause, in der Sven ganz aktiv improvisiert Dinge vorbereiten muss. Und für euch auf YouTube geht es sofort nahtlos weiter. Die Kids stehen in einem Kreis zusammen, gescheucht von Harper. Und es beginnt langsam, aber sicher, dass das Sommergewitter über der Ebene sich entlädt. Der Wind frischt auf. Harper jauchzt und jubelt ein wenig. Denn es beginnt, dass er eins mit der Natur wird. Ihr bemerkt, er beginnt zu wibbeln und so ein bisschen herumzuhüpfen. Was tut Lisa? Vollkommen erstarrt. Oh mein Gott, ich bin Harper an, als wäre er wirklich von allen guten Geistern verlassen. Was tut Steven? Ich nehme die Situation so ein bisschen auf und versuche das irgendwie für mich in einen, nee, nicht logischen Zusammenschluss. Nee, ich versuche das irgendwie noch alles so für mich so ein bisschen zu kombinieren und zurechtzulegen und bin aber in dieser Zeit, wo ich da irgendwie so in mir drin bin und drüber nachdenke, auch erstmal eigentlich, denke ich mal, recht still. Sam. Wir stehen in einem Kreis, aber Sam hat definitiv die Arme verschränkt. Sie hält den Anhänger noch immer in der linken Hand und Harper wibbelt und hüpft ähnlich wie eine Krähe. Mhm. Ja. Ich atme einmal tief durch. Drücke den Anhänger der Tatze noch mehr, sodass der sich sogar auch in meine Haut einschneidet. Und drehe mich zu Harper und knall ihm eine. Harper. Hm?
Ja. Ja, warte. Ich muss gerade mal überlegen, wie ich eskalieren will. schmaler Grat. Oh, ich habe eine schöne Idee. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die will. Zieh sie durch. Zieh sie durch. Ja. Don't destroy the group. Hey Sam, was Kram soll das? Was Kram, was machst du hier? Was, hör auf damit! Und ich wähle so, aufhören damit, was soll das? Und ich spring beiseite. Ich lass sofort meinen Anhänger fallen. Du fühlst dich leer und einsam und du fühlst dich verlassen und irgendwie der warme Regen des Sommers fühlt sich eiskalt auf deiner Haut an und der Wind zerzaust dein Haar. Lisa, du wolltest gerade was sagen. Hast du gerade Kra gesagt? Lisa Steven, er verwandelt sich in eine Krähe. Papa, gib mir den Anhänger. Und ich halte die Hand hin. Nein, ich gebe den Anhänger nicht und hüpf beiseite. Nein, das will ich nicht. Nein, das ist in Ordnung. Wir machen alles richtig. Wir sind auf einem guten Weg. Wenn du dich in eine Krähe verwandelst, ist das nicht der richtige Weg. Es muss da eine richtige, eine vernünftige, eine logische Erklärung geben. Ihr seid noch nicht nah genug dran. Ihr müsst mehr ihr müsst mehr in das Element gehen. Und gehe ein bisschen beiseite und habe mir dann nochmal einen Spot gesucht auf so einem Stamm, der da so liegt. Gehe ich in die Hocke und ihr merkt, wie ich auf einmal ganz seelenruhig meinen Spot gefunden habt. Und ihr merkt auch, dieser Spot ist richtig. Das fühlt sich für euch stimmig an. Dir wachsen aber keine Federn. Nee, ich werde nicht klein, nicht schwarz, nicht. Nee. Also, das ist nicht irgendwie so hier völlig High Fantasy. Nee. Ja, in dem Moment, wo du dich so hinhockst und deinen Spot gefunden hast, will ich dir den auch gar nicht mehr abnehmen, den einen. Ich glaube auf einmal, dass es richtig ist, dass du den. Und dass das richtig ist, dass du da sitzt. Und irgendwie wenn ich mich so richtig in diese Situation reinfallen lasse und dir vertraue, was ich tue, dann habe ich das Gefühl, ich muss noch so ein bisschen durch die Gegend gehen. Ich verlasse so den Kreis. Ich nehme den Anhänger so in meine Hand. Ein bisschen so auf Wirken. Ja, und strom mal so ein bisschen durch die Gegend, ohne die anderen noch so zu beachten. Ich gehe erstmal wieder in die Knie. Und schaue mich dabei um. Mhm. Sam? Ich kämpfe mit diesem Gefühl, was mich eingeschlossen hat, seitdem ich den Anhänger habe fallen lassen. Ich gucke auf meine linke Hand, ich sehe den Abdruck des Anhängers, ich sehe, dass er sich wirklich eingeschnitten hat.
Und ich sehe die Leere. Und es mag vielleicht für den einen oder anderen in dem Moment seltsam klingen, aber es fühlt sich doch vertraut an. So, als wenn das schon immer in meinem Leben gewesen wäre. Und ich kämpfe aber noch mit mir, ob ich den Anhänger wieder aufhebe oder nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein einfacher Anhänger das so ändern kann, dass ich mich so fühle wie jetzt. Ape, Ruhe umgibt dich. Noch ist nicht alles am richtigen Platz, aber es wird sich alles fügen. Du hast das Gefühl von einer warmen Hand auf deiner Schulter und das ist genau das richtige Gefühl. Neugierig blickst du deinen Gefährten hinterher, was sie tun. Lisa. Während ich über die Licht... Ja, verändert sich so ein bisschen meine Haltung. Kühl, ich werde größer. Bleibt zwar auf der gleichen Höhe, also meine Augen bleiben auf der gleichen Höhe, aber ich habe das Gefühl, ich werde majestätisch. Meine ganze Körperhaltung verändert sich so ein bisschen. Schreite fast über diese Lichtung. Guck mich so ein bisschen um. Als ob ich Ich stehe erstmal wieder auf und laufe erstmal. Vermutlich sieht es so ein bisschen ziellos aus, ein bisschen in der Gegend rum und gehe wieder irgendwo erstmal in die Hocke. Und das mache ich, denke ich mal, so ein paar Mal, wie ich da so ein bisschen über diese Lichtung laufe. Ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen so, die Luft verändert sich. Ich habe so das Gefühl, dass ich dem, was ich irgendwie suche oder was ich wittere, irgendwie in die richtige Richtung zu kommen. Ich fühle mich von dem theoretisch laufarmen Regen eiskalt umarmt und merke, wie in mir eine Wut hochsteigt. Ohne zu wissen, wo sie herkommt, ohne zu wissen, wie ich sie bändigen könnte. So eine richtig gewaltige Kraft. Und ich weiß nicht, mir anders zu helfen. Ich balle meine Hände zu Fäusten, auch wenn die weiter unten sind, und brülle einmal ganz laut durch den Wald. Und man könnte meinen, es ist nicht Sam, die da brüllt, sondern ein Bär. Und nachdem ich dann wieder nach Luft ringe, und mehr oder weniger fast wie ausgelaugt bin, nehme ich den Anhänger wieder auf. Du bist am richtigen Platz. Neben dir ein Baumstamm mit Kratzmarkierungen, die dir jetzt auffallen. Ein Geruch von Raubtier, von Moschus, von nassem Fell steigt dir in die Luft.
Du bist am richtigen Platz. Lisa. Ich merke, wie Kopf immer schwer wird. Aber nicht falsch schwer. Sondern es fühlt sich eher so an, als würde das Gewicht richtig sein. Als hätte das Gewicht vorher gefehlt. Als müsste das Gewicht da sein. Und ich Schulter zurück, um das ein bisschen zu spüren. Du musst ein ganz klein bisschen lauter sprechen, du bist etwas abgehackt bei mir. Ich ziehe so meine Schultern zurück, um das Gewicht noch so ein bisschen genauer zu spüren und mich so ein bisschen um, wo die anderen sind. Der Brüll von Sam, der hat mich gar nicht richtig irritiert. Der hat sich richtig angefühlt. Das war gut so. Und plötzlich bleibe ich stehen. Weil es wird so warm und wohlig. Irgendwie riecht es hier gut. So eine Fichte? Du bist am richtigen Ort. Das spürst du und Ruhe umfängt dich. Steven. Als ich dieses Mal in die Hocke gehe, fällt mir ein Baumstumpf auf, der so kleines Loch so in, zwischen den Wurzeln ist. Und dieser Ort scheint mich magisch anzuziehen. Das heißt, ich stehe wieder auf oder gehe aus der Hocke wieder nach oben, laufe dahin und setze mich an diesen Baumstamm ran, wo dieses Loch ist. Und es ist im Endeffekt der Blick, also fast der Blick aus der Vision. Du bist am richtigen Ort und fühlst dich wohl. Und Dunkelheit umfängt euch. Der Regen ist nicht mehr zu spüren. Ihr sitzt in einem Auto. Es ist dunkel um euch. Vorne sitzen zwei Erwachsene. Neben euch sitzt euer älterer Bruder. Eine Frau mit dunkelbraunen Haaren dreht sich zu euch um, blickt euch an und lächelt euch mit der Herzenswärme einer Mutter an. Harper, du kriegst Angst. Ja, ich weiß, wie dieses Szenario ausgeht. Ich kenne das Szenario, ich weiß, wie es endet. Lisa, du fühlst dich geliebt. Steven, du fühlst dich aufgehoben. Und Sam, du fühlst nahendes Unheil. Die Frau, die sich zu euch umgedreht hat, spricht in einer Sprache zu euch, die ihr nicht versteht, melodisch mit fremden Silben. Doch dann vertraut, verständlich, einfach und klar, als würde sie Englisch mit euch reden, geht ihre Stimme bis tief in euer Herz. Das Lächeln hält an. Schätzchen,
Bald ist es geschafft. Bald ist der letzte Schritt gemacht. Du musst den Einklang wiederherstellen, wenn ich es nicht kann. Der Traumfänger am Rückspiegel pendelt ein bisschen hin und her. Etwas, das Harper schon fast vergessen glaubte, aber jedem von euch direkt ins Auge fällt. Neopaganistischer Schund? Irgendwo in einem Laden gekauft? Nein. Ihr erinnert euch, erst vor ein paar Tagen habt ihr mit der Mutter am Tisch gesessen und diesen Traumfänger gebastelt. Dann eurem Dad geschenkt und er hat ihn ins Auto gehängt und sich sehr darüber gefreut. Schließlich soll er Gefahren auf der Straße abwehren, soll dafür sorgen, dass er immer ein klares Auge hat auf die Straße. Das Gewitter um euch herum, außerhalb des Autos, erleuchtet durch Blitze den Wald, durch den ihr fahrt. Schätzchen, es wird alles gut, das verspreche ich dir. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist unser Schicksal, weißt du? Alles, einfach alles fügt sich. Immer. Denn die Natur verschwendet nichts. Sie lächelt breit und streicht euch über die Wange, ganz sanft. Und ihre warmen Finger, ihre warme Berührung durchfährt euch wie ein wohliger Schauer. Nun aber, mein Schatz, musst du wie immer sehen, was passiert ist. Das kann ich nicht ändern. Aber ich kann dir versprechen, dass wir uns wiedersehen. Versprich mir etwas, das nur du mir versprechen kannst. Was sagt Harper? Jederzeit, Mama. Jederzeit. Alles, was du brauchst. Was antwortet Lisa? Was soll ich dir versprechen? Versprich mir etwas, das nur du mir versprechen kannst, Schatz. Möchtest du ein bestimmtes Versprechen? Nur eines, das nur du mir geben kannst. Und ihre Stimme wird etwas drängender. Sie schaut nach vorne auf die Armatur, wo ein kleines Ziffernblatt, also eine analoge Uhr in einem 80er-Jahre-Auto, einfach so der Sekundenzeiger sich ganz langsam weiter bewegt. Wir haben nicht viel Zeit, Schatz. Versprich mir etwas, das nur du mir versprechen kannst. Ich werde die Ruhe wiederherstellen. Steven, versprich mir etwas, das nur du mir versprechen kannst. Ich werde dranbleiben, bis es geschafft ist. Sam, versprich mir etwas, das nur du mir versprechen kannst. Es wird etwas Schlimmes passieren. Ich spüre das. Sie nickt. Ich weiß. Wir wissen das. Sie blickt auf die Uhr. Auch du siehst das Ziffernblatt, auf dem die Sekunden ganz langsam ablaufen. Aber jetzt schnell. Versprich mir etwas, das nur du mir versprechen kannst. Ich werde meinen Weg gehen. Sie lächelt euch an.
streicht euch nochmal über die Wange, dreht sich wieder um und ihr seht von der Seite helles, grelles Licht immer näher kommen. Ein kurzer Schrei, das Quietschen von Reifen und der Fender eines LKWs, die Front des LKWs, drückt sich in euer Fahrzeug hinein, in das Fahrzeug eurer Eltern. Es regnet. Der Regen umgibt euch. Und der Donner umgibt euch. Ihr seid am richtigen Ort. Ihr seid am richtigen Ort. Ein Wimpernschlag. Später auf der Lichtung, wo euch ebenfalls der warme Regen umfängt, wie eine warme Decke, die euch tröstet, die die Tränen verschleiert, die euch vielleicht oder vielleicht auch nicht die Wangen hinabrennen. Ich bleib erstmal genau da, wo ich bin und muss das irgendwie sacken lassen. Ich gehe nicht aus meiner Position raus, noch aus meinem Gefühl, aber ich kontrolliere den Anhänger und beim Begutachten sehe ich eine schmale, goldene Linie, die mir vorher nicht aufgefallen ist. Wie im Asiatischen, da gibt es so diese Bruchstückkunst, die mit Gold wieder zusammengesponnen ist. Und diese goldene Bruchstelle, die fällt mir auf und fällt mir ins Auge. Und ich frage mich, ob die an anderen auch erschienen ist. Ob die woanders auch aufgetaucht ist. Und, aber ich gehe noch nicht aus dem Gefühl raus. Aber das ist so eine Frage im Hinterkopf, die ich mir überlege. Genau. Lisa. Ich kämpfe der Übelkeit. Ich muss mich wirklich sehr stark darauf konzentrieren, trotz dessen, dass sich alles richtig anfühlt und dass ich endlich wieder hier auf dieser Lichtung bin, aber dieses Gefühl des plötzlichen Unfalls aus meiner Liebe zu herausgerissen zu werden, dieser Aufprallschock, der ist, er lässt mich fast übergeben und ich muss mich wirklich konzentrieren, nicht hier mitten auf die Lichtung feiern. Steven. Ich bin noch sehr überrannt, kann man eigentlich schon irgendwo sagen, weil das ist schon was sehr Besonderes war, was ich für mich in diesem Moment da erlebt habe, weil ich auch nicht war, also ich weiß ja auch nichts von den anderen, also für mich ist das ja alles aktuell ja
glaube, ich habe in diesem Moment, wo ich da noch sitze, eigentlich die anderen erstmal völlig vergessen. Ich bin irgendwie so in einer, naja, Bubble mehr oder weniger. Ich frag mich, was das war. Weil es war kein Traum, aber irgendwie war es doch ein Traum. Und aber es fühlte sich so anders an. Ne? Und mir halt dieses Versprechen durch den Kopf, was ich gegeben habe. Und ich versuche das irgendwie noch alles so für mich verständlich zu machen, was ich erlebt habe. Sam. Ich blicke erstmal nach oben, merke zwar, wie der Regen auf mein Gesicht läuft, aber merke auch, wie er sich mit den Tränen vermischt, sodass man gar nicht sagen kann, was jetzt Regen und was eigene Tränen ist. Ich schließe die Augen und kämpfe, trotz dessen, dass sich alles gut anfühlt, mit diesem Gefühl, etwas oder jemand Wichtigen einfach verloren zu haben. Und ich habe nach wie vor den Anhänger in der Hand, genau an der Stelle, wo er sich auch vorher mehr oder weniger halt festgebappt hat. Und muss erstmal wieder im Hier und Jetzt ankommen. Ich habe das jetzt noch nicht so gut vertragen, dass es eigentlich ein Unfall war, den ich gerade miterlebt habe. Nach einer Weile im Regen stehend, irgendwo zwischen Zittern, weil mit dem Wind die Kühle kommt, und dem, es ist angenehm warm, weil es ist ein Sommerregen, kommt ihr alle nacheinander zur Besinnung. Und ihr wisst, die Frau, die ihr da gesehen habt, war nicht eure Mutter, es war die Mutter. Lisa, du bist dir sicher, du kennst die Frau von den Bildern, aber sie war deine Mutter in dem Moment. Steven, du hast von dem Unfall gehört. Und du weißt, dass es da nur ein Kind an der Schule gibt, die so einen Unfall erlebt hat. Harper, es muss also seine Mutter gewesen sein, weil deine war es nicht, obwohl es in diesem Traum deine war. Und Sam, du hast nur die Andeutungen gehört von dem, worüber Harper ja schon geredet hatte. All das ist eigenartig. Das Versprechen, das ihr gegeben habt, hallt noch irgendwie in euch nach. Aber warum ein Versprechen? Warum diese Frage nach einem Versprechen, das nur die jeweilige Person geben konnte? Warum habt ihr eure Versprechen nicht gegenseitig gehört? Also jeder von euch hat nur seine eigene Version genau dieses Traumes wahrgenommen. Immer wieder aus einer spezifischen Sicht. Wissen, nicht allein zu sein, aber gleichzeitig allein dort. Was wollte die Mutter sagen mit Dingen wie die Natur verschwendet? Ihr werdet euch wiedersehen. Ihr werdet langsam klarer. Die Übelkeit, Lisa, lässt langsam nach. Es beruhigt sich alles. Allein, weil du weißt, dass es nicht das ist, was du erlebt hast. Es ist ein flaues Gefühl, so als hättest du einen schlechten Traum gehabt, was übrig bleibt. Steven, deine Verwunderung nimmt langsam ab. Wissend, dass entweder irgendeine höhere Macht eingegriffen hat? Etwas Göttliches? Oder dass hier nur, genau wie in manchen Büchern, die du gelesen hast, vielleicht eine Halluzination war, ausgelöst von den Pilzen, die dort an dem Baum, wo du gerade hockst, sind? Sam,
das Gefühl, dass Unheil droht, lässt kein bisschen nach. Ihr seid am Zug. Ihr könnt euch wiederfinden. Irgendwo auf dieser Lichtung. Ja, ihr seht, dass Harper Tränen in den Augen hat. Ihr seht Harper hochgradig emotional aufgelöst, aufstehend und den Talisman begutachten. Ich stehe auf oder gehe die ersten Schritte gar nicht so genau wie meine Position. Ich kann gar nicht so richtig fühlen. Sitze ich noch in dem Auto? Stehe ich irgendwie? Mein einziger Gedanke, den ich gerade habe, ist zu Harper. Wenn das ist, das ist, was er erlebt, dann will ich gar nicht wissen, wie es ihm geht, wenn es mir so geht. Ich bin aus der Situation, war raus und fühle doch immer noch das Bedauern und den Schmerz so tief in meiner Brust. Für mich ist das Wichtigste gerade das zu Harper, und ich stolper blindlings durch die Dämmerung in die Richtung, wo ich glaube, dass Harper gestanden hat, und brülle seinen Namen über die Lichtung und lauf los, und mein Ziel ist nur, ihn in den Arm zu nehmen und ihm einfach zu sagen, dass ich nicht weiß wie, aber alles wieder gut. Eine Bewegung auf der Lichtung erregt eure Aufmerksamkeit, Steven, Sam. Es ist Lisa, die quer über die ganze Lichtung in Richtung von Harper läuft. Ich komme so langsam aus mir wieder raus und nehme eigentlich auch jetzt so langsam wieder alles Stück für Stück eigentlich so wieder wahr und hab so viele Gefühle auch irgendwo in mir, dass es richtig ist, aber dass es auch, warum? Es ist. Warum musste es passieren und was ist passiert? Und wie gesagt, ich komme langsam so wieder zu mir und komme aus meiner Hocke so langsam raus. Stehe erstmal sehr unbeholfen da und ich schaue mich erstmal um. Ich schaue Lisa hinterher, wie sie sehr unbeholfen eigentlich da über die Lichtung rennt. Anscheinend in Richtung Harper. Und ja, ich setze mich auch langsam in Bewegung erstmal in diese Richtung, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das richtig ist. Für mich gibt es keinen anderen Weg, kein anderes Lebensziel, als ihn irgendwie
beschützen, ihn irgendwie auffangen, ihn irgendwie die Last nehmen von dem, was er da erlebt hat. Das hat mich so tief, das hat mich so mitgenommen. Mir ist gerade alles egal. Mir ist egal, was passiert ist die letzten Tage. Mir ist egal, was meine Aufgabe ist, was wir tun müssen. Ich will einfach nur diesen Menschen, den ich so viele Jahre schon kenne und der nie richtig darüber gesprochen hat, was passiert ist. Irgendwie in Schutz nehmen. Ich weiß, dass ich ihm die Last nicht nehmen kann, aber ich will ihm sagen, ich will ihm mitgeben, dass er nicht alleine ist und dass er das nicht alleine und dass er das nie wieder alleine durchstehen muss. Und so stolper ich über Äste und Stöcke und lauf in die Richtung und als ich bei Harper ankomme, prall ich so mehr oder weniger gegen seine Brust, lege meine Arme um ihn und meine Nase gräbt sich so in seine Lederjacke und ich rieche den Wald und diesen Geruch, den nur seine Lederjacke hat und ich drücke ihn ganz fest. Das ist der Moment, wo ich alles loslasse und weinen und alles Leid, was ich die letzten Minuten, die letzten Stunden, die letzten Tage empfunden habe, einfach in seine Arme weine, weil ich das nicht mehr tue. Harper. Ja, ich empfange Lisa mit offenen Armen, das ist völlig klar. Und lasse los. So, lasse los an Emotionen und spüre aber auch die Wärme von ihrem Körper, aber auch gleichzeitig den Anhänger in meiner Hand, der auf eine positive Weise mir Ruhe gibt und Kraft gibt. Auch die Lederjacke als schützender Mantel, als die Jacke, die mein Vater getragen hat damals. Ja, ich nehme am Rande meiner Wahrnehmung noch Sam da, die irgendwie da steht. Und Steven, der so ein bisschen über die Lichtung läuft. Aber ich bin absolut im Moment. Und lass los, emotional. Alles los. Und fühle mich zum ersten Mal auch richtig gesehen. So, ja. Genau. Sam. Ich sehe natürlich, dass Lisa zu Harp gelaufen ist und dass Steven auch langsam hingeht. Aber weil ich dieses Gefühl nicht loswerde, dass irgendetwas Schlimmes passiert, schaue ich mich erstmal um. Wie, als ob, weiß ich nicht, wir beobachtet werden oder ich das Gefühl nicht loswerde, dass ich es vielleicht sehen kann, was da auf uns zukommt. Ich versuche, dieses Gefühl festzuhalten und versuche herauszufinden, wo es genau herkommt. Und gehe aber dann, auch wenn ich weiterhin an den Rand der Lichtung schaue, ich versuche, durch die Bäume durchzuschauen, dahinter zu schauen, gehe auch zu den anderen und das Einzige, was ich nicht bedacht habe, ist, dass die Schminke definitiv nicht wasserfest ist.
Das heißt, ihr habt dann nachher einen Panda stehen. Die Teens finden zueinander und umarmen sich im strömenden Regen. Sich gegenseitig Schutz geben und Schutz suchend, als die Kamera langsam nach oben in die Wolken fährt. Ein Blitz erhellt die Wolken, danach nur graues Dahinschwinden. Denn was die Zukunft von diesem Moment an bringt, weiß niemand. Und damit ein herzliches Dankeschön für emotionale Momente und für ein unglaublich tolles Spiel. Danke Ben, danke Anja, danke Chris, danke Maggie und danke an alle, die eingeschaltet haben, die ein Däumchen da lassen, die kommentieren und Ideen und Vorschläge unter das YouTube-Video klatschen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es war mir ein Fest. Vielen Dank für das schöne Spiel. Danke für die tollen Angebote, das Spiel zu machen, Sven. Danke an Anja alias Lisa, Chris alias Steven, Maggie alias Sam. Und vielen Dank auch nochmal an den Support im Chat. Das war wirklich ein schönes, emotionales Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht diesmal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Bye.